Also mein Name ist Camillo. Ich arbeite am FCD im Bereich Service Robotik und die kognitive Automobile. Ich komme ursprünglich aus Kolumbien. Ich wohne jetzt seit 6,5 Jahren, ein bisschen länger, in Karlsruhe. Ich bin ursprünglich zum Studium gekommen, zu der Uni. Da habe ich den Master gemacht und dann danach bin ich ins FCD gelandet. Ein guter Freund, Stefan Ulbrich, er hat auch da gearbeitet und dann er ist zum FCD gekommen wegen das Human Brain Project, ein sehr interessantes EU-Projekt über künstliche Intelligenz, Hirnforschung und Robotik, also Neurorobotik. Und als er da angefangen hat, dann hat mir dann drüber erzählt, dass es sehr interessant war und dann ich fand es faszinierend und dann habe ich erstmal als Zivi hier gearbeitet, ein paar Monate, und dann habe ich mit der Promotion angefangen. Ich finde es sehr nett, also es ist spannend. Die Kollegen sind, die sind sehr nett. Also ich finde es super, dass man kommt, dann die Leute arbeiten in unterschiedliche Projekte. Für mich besonders unterschiedliche Roboter, also es gibt jede Menge Roboter bei uns unten im Labor. Und dann fast jeden Tag gibt es was Neues zum Sehen oder zum Hören und das gefällt mir am besten. Ja, also wir haben natürlich die ganze Projektplanung von das Human Brain Project und die anderen Industrieprojekte. Aber ich würde sagen, jetzt mein größtes Ziel ist, mein Dies fertig zu schreiben oder ja, meine Promotion abzuschließen. Danach weiß ich es nicht. Also das ist Priorität. Ja, also mit dem Human Brain Project viele Kollaborationen mit unterschiedlichen Partners und wir haben dann viele Veröffentlichungen dann gemacht in den letzten 1,5 Jahren. Jetzt planen wir die nächste Phase und läuft. Also am Anfang das Human Brain Project war schwer, weil das ist ein sehr großes Projekt und man kann das nicht auf konkrete Sachen bringen. Aber ich glaube, jetzt haben wir so einen guten Plan und wir sind gut auf dem Weg. Das Team ist jetzt größer geworden. Wir haben viele Studenten, ein paar andere Mitarbeiter und dann läuft es sehr gut. Meine größte Motivation allgemein zum Arbeiten und vor allem hier am FCT sind Lösungen zu finden, also Probleme zu lösen und dann kreativ sein beim Lösungen und dann man findet immer Wege, wo man nicht rauskommt und dann man muss dann hin und her schauen und dann diese Herausforderungen finde ich am motivierendsten. Also Robotik fasziniert mich, ich würde sagen seit immer in das Thema, was ich arbeite, das sind humanoide Roboter. Die Technik ist sehr weit entwickelt. Also ich würde sagen, mehr als was die meisten Leute wissen oder erwarten. Aber wir sind überhaupt nicht so weit wie Menschen. Also wenn man das 1:1 vergleicht, also wir sind super adaptiv, super flexibel, fehlertolerant. Also unsere Körper und unsere Hirn machen einfach unglaubliche Sachen. Und dann einfach so da diese Kreuzung zu sein, das ist meine Motivation.